Wir möchten jetzt konkreter werden. Wir möchten jetzt runtergehen auf die kommunale Ebene, die ja im Zentrum unserer Bemühungen hier auch steht. Und wir gehen zu einem First-Hand-Account, so würde man das nennen auf Englisch. Wir erinnern uns kurz an das Jahr 2021, letztes Jahr in West- und Mitteleuropa, in vielen Städten, in vielen Ländern, in Belgien, Niederlanden, Österreich, Schweiz, Deutschland und anderen Ländern hat ein extremes Hochwasser zugeschlagen. Europaweit, nach den Zahlen, die mir bewusst sind, sterben 220 Menschen. Hunderte weitere sind verletzt. Tausende haben ihre Wohnung verloren und ihr ganzes Hab und Gut und sind gewissermaßen auch aus dem Leben geworfen. Die Sachschäden werden europaweit auf 46 Milliarden Euro geschätzt. Und es gehört, die Flutwasserkatastrophe letztes Jahr gehört vielleicht zu den Ereignissen, wo man sich oft noch erinnert, wo man war damals, also wie bei September 11 zum Beispiel. Insgesamt und hierzulande besonders betroffen waren Regionen an der Erft im Bundesland Nordrhein-Westfalen und insbesondere an der A in Rheinland-Pfalz. Und manche sind auch nicht nur dann vor dem Fernseher verblieben, sondern auch hingefahren, um zu helfen. Und ich habe jetzt die große Ehre, mit der Landrätin des Kreises Ahrweilers zu sprechen, nicht über die Katastrophe selber, sondern über die Konsequenzen aus der Katastrophe. Und wir machen das so, dass wir zuerst etwa eine Viertelstunde hier auf der Bühne sprechen und Sie dann noch circa 10 Minuten Zeit haben, 10 bis 15 für Ihre Fragen und Anmerkungen, bevor es in die Mittagspause geht. Ich möchte Frau Weigand kurz vorstellen. Sie ist ursprünglich Biologin und war erfolgreich in der Wirtschaft tätig, etwa 2/3 ihres Berufslebens, auch wirklich erfolgreich in der Medizinbranche, wandte sich dann dem öffentlichen Sektor zu und wurde 2019 Bürgermeisterin der Verbandgemeinde Ahrental mit etwa 11.000 Einwohnerinnen. Und Sie haben von dieser Position aus auch die Flut erlebt. Und seit Anfang dieses Jahres sind Sie die neue parteilose Landrätin des Kreises Ahrweiler. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei uns zu sein. Ja, machen wir es uns gemütlich hier. Suchen sich einen aus und ich komme dann zu Ihnen. Habe ich ein bisschen Licht im Rücken? Ja, machen wir es so. Klasse. Ja, also wirklich danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wissen, Sie haben einfach ganz viel zu tun. Und ich habe eine Einstiegsfrage für Sie vorbereitet, nämlich die Frage, damals, als Sie noch und Sie und wir alle nicht wussten, dass diese Flut kommen wird, und Sie waren ja Bürgermeisterin, wie hätten Sie damals die Kommunen des Ahrtals eingeordnet mit Bezug auf Katastrophenschutz? Ich habe natürlich aus meiner Sicht mehr so einen Blick dann auch, was das angeht, gehabt als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr. Vielleicht waren die sogar so ein bisschen besser, aber ich denke so, wir waren eigentlich alle im, ob gesund, Mittelfeld, kann man dazu nicht sagen. Es war im Nachhinein ungesund, aber im Mittelfeld. Also wir waren mit Sicherheit auch nicht die Schlechtesten. Und das muss man sich dann klar machen, das, was es an Vorbereitung gab, ohne dieses Erfahren. Wir haben vorhin die Frage gehört, reicht uns ein HQ 100 für unsere Planungen? Ich glaube, die Antwort ist nein. So ein HQ 100 hat sich in der Zeit, wo ich da wohne, ab 2016 schon zweimal verändert. Was ist ein HQ 100, das pro Jahrzehnt sich dreimal ändert? Es ist kein HQ 100. Das können wir ganz kurz klar. Das erklären, was ein HQ 100 ist, auch für das die internationalen. HQ 100 ist schlussendlich die Wasserhöhe, die bei einem 100-jährigen extremen Niederschlagsereignis oder Hochwasserereignis, die Wasserhöhe, die dort erreicht wird, von der man ausgeht, sie trifft halt einmal im Jahrhundert ungefähr zu. Statistische Häufung und all das lassen wir mal außen vor. Aber eigentlich sollte das eine relativ gute Konstante sein, die dann auch Einfluss hat auf die Bautätigkeit. Weil innerhalb eines solchen Überschwemmungsgebiets, eines solchen 100-jährlichen Ereignisses, dürfen Sie eigentlich nicht bauen. Sie brauchen eine Ausnahmegenehmigung. Und wenn sich das jedes Mal ändert, dann bauen Sie im Zweifelsfall außerhalb und 10 Jahre später sind Sie drin. Dann hätten Sie anders gebaut oder gar nicht gebaut. Das sind schon dramatische Entwicklungen. Also Sie hatten sich damals in einem eher positiven Mittelfeld eigentlich verortet und dann haben wir alle als Gesellschaft und natürlich ganz besonders die Menschen vor Ort eine sehr steile und sehr harte Lernkurve hingelegt. Und jetzt am Beispiel Ahrweiler, was können wir als Gesellschaft lernen? Welche Lehren ziehen Sie? Und Sie nehmen sich ja jetzt auch die Zeit für solche Termine wie hier, dass Sie sagen, Sie gehen mit Botschaften nach draußen. Worin bestehen die denn aus Ihrer Sicht? Es gibt, glaube ich, kleine und es gibt große Punkte. Schlussendlich kleinen Punkt, das hat auch angeklungen, wir müssen immer über das reden, was wir uns vorstellen können. Also auch der Katastrophenschutz in Bereichen von Flüssen guckt sich eigentlich Pegel an und damit auch Pegelprognosen an. Das ist so die Währung. Die Währung in Altenahr war dann das HQ Extrem und das HQ 200. Bis dahin gingen die Alarm- und Einsatzpläne. Da standen 4,50 Meter drin als dieses Extrem.
Wir hatten aber 10 Meter. Und das macht relativ klar, wir müssen nicht nur Denkbares denken, die Extreme denken, sondern wir müssen auch uns vorstellen, was ist denn nachher das Undenkbare? Wie geht's denn weiter? Das 1000-Jährliche, das 10.000-Jährliche, was hat das für eine Bedeutung? Wann wird das relevant? Wir müssen vieles, glaube ich, in Frage stellen, was für uns vorher selbstverständlich war. Und das sind ein paar der deutlichen Botschaften. Ich würde mal gerne ein paar Schlagworte reingeben, dann können wir vielleicht auch ins Detail gehen. Ein ganz wichtiges Thema, was bei einer Katastrophe dieser Größenordnung Leben gerettet hat, ist das Thema der Spontanhelfenden. Wie kann man das deutlich besser sofort einbinden? Es entsteht immer viel, viel Hilfsbereitschaft, auch sehr viel, sehr kompetente Hilfsbereitschaft. Und das ist nicht der Feind der organisierten Hilfe, sondern das ist der Freund der organisierten Hilfe. Wie passieren die Handreichungen? Bei uns werden die Leute zum Teil schlicht verdurstet und wären verhungert oder hätten auch medizinisch Probleme gehabt, wenn es nicht auch so viele Spontanhelfende gegeben hätte. Ich gucke da immer gerade aus, da ist jemand sehr Beschlagenes aus diesem Gebiet. Das Thema der Gesetzgebung ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges. Das kann eben nicht sein. Wir haben gehört, Klimawandel, Anpassung, auch Katastrophenschutz, das kostet Geld. Das kostet richtig viel Geld. Und an verschiedensten Stellen müssen wir da dran kommen, dass es zum einen irgendwie leistbar wird für Kommunen, dass das dann nicht freiwillige Ausgaben sind, sondern klar ist, da muss das Geld hin. Dann geht das nämlich raus aus einer politischen Diskussion, bauen wir lieber einen Kindergarten oder lieber eine Fluchtroute. Wir brauchen beides. Ein anderes Thema ist, wenn wir Klimawandelanpassung haben, das wird eben auch ganz deutlich, auch da müssen wir eine Gesetzgebung. Zum einen brauchen wir im Baugesetzbuch das Thema, wie gehen wir um mit Katastrophen? Bei uns ist eine passiert. Wir kriegen den Aufbau kaum gestemmt in der Komplexität, weil die normalen Verfahren für uns zu kompliziert und zu zeitraubend sind. Also man braucht Ausnahmen für Katastrophen, dass man dann anders agieren kann. Und man muss sich auch klar machen, das, was Jahrhunderte vorher die Nähe zum Wasser, die normal war, weil das natürlich Lebensader ist. Transport, Energie, Nahrungsmittel, was auch immer. Wasser gehört in Mitteleuropa zum Leben, in anderen Bereichen auch. Aber das, was vorher in Ordnung war mit dem Klimawandel, werden wir mehr Extremereignisse haben. Das heißt, wir müssen langsam aber sicher die Täler entsiedeln. Das ist ein Prozess, der ist länger angelegt. Das ist bei den Küsten so ähnlich. Das heißt, wir müssen aber auch da ins Oberland, ins Hinterland, da, wo wir eigentlich nicht hin uns ausbreiten dürften. Die Natur muss was bekommen, wo sie sich ausbreiten kann. Und die Menschen brauchen eine Gegend, wo sie hingehen können. Auch da müssen wir in die Gesetzgebung rein. Das Thema Education. Wir haben das auch gerade schon als Stichwort gehört. Es gab diese eine Grafik, die sehr eindrücklich war. Was glauben wir, wer ist denn verantwortlich? Was ist denn die Eigenverantwortung? Auch was wissen wir darüber? Auch das ist eine Lehre bei uns. Die Menschen bei uns haben am Fluss gelebt. Die haben mit dem Fluss gelebt. Die hatten 2016 ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser. Die wussten, wo steht der Fluss, wenn der richtig hochkommt. Der stand aber noch ganz woanders. Den Menschen zu sagen, ihr müsst trotzdem gehen, die haben uns für verrückt erklärt. Da sind also teilweise die Feuerwehrleute beleidigt worden, weil das Verständnis nicht dafür da ist. Ich muss die Chance haben, die Leute zu erreichen, wenn ich sie warnen will, physisch, aber auch intellektuell, dass sie das glauben, dass das eine Gefahr ist. Ich muss wieder in die Schulen gehen damit. Ich muss wieder in den Unterricht bringen. Ich gehe mit Krisen um. Ich gehe mit Wetterextremen um. Das können auch jetzt das Thema Gasmangel oder was auch immer sein. Und ich gehe mit dem Thema der Eigenverantwortung um. Und das, was Jugendliche lernen, das vergessen sie das ganze Leben nicht. Und die Jugendlichen bringen es in die Familien. Und damit erreiche ich Erwachsene viel schneller, als wenn ich denen das hochintellektuell über die Broschüre des BBK bei uns beibringen möchte. Das ist aus meiner Sicht eine der Lehren. Und noch ein Blick in den Katastrophenschutz. Aus meiner Sicht gehört das auch auf eine ganz hohe Ebene, landesweit und auch landesübergreifend. Eines der Beispiele ist immer im Bereich der Gefährderbeurteilung. Da ist es ganz klar, da habe ich professionell ein Monitoring. Und solange alles ruhig ist, ist alles gut. Zeigt sich da eine gefährliche Situation, werden die Kräfte hochgeschraubt. Und das passiert bundesweit und das passiert auch international. Und genauso müssen auch das Thema Wetterextreme einfach gemonitort werden. Und wenn ich erkennen kann, mit der geballten Fachkompetenz, da braut sich etwas zusammen. Dann muss ich eben auch runterbrechen, an die Region frühestmöglich rangehen mit relativ konkreten Hinweisen. Es kann eben nicht sein, da kommt Niederschlag. Wir wissen noch nicht, ob im Nordschwarzwald oder in unserem Bereich. Das kann lokal auch viel werden. Tatsächlich
Ob es das eine Tal ist oder das andere Tal ist, das haben wir im letzten Jahr sehr deutlich gelernt. Das ist noch nicht damit gesagt. Und ich kann eben nicht ganze Gebiete mit mehreren Millionen vorsorglich evakuieren. Die Frage ist, wohin, wie weit, sondern es muss relativ zielgerichtet sein. Was dazu auch gehört, ist dann irgendwann zu sagen, alle Vorbereitung hilft irgendwann nicht. Ich muss irgendwann wirklich in eine Entfluchtung gehen. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, ganz schlecht, was Fluchtpläne, Fluchtrouten angeht. Wir können evakuieren, wenn wir einen Bombenfund haben. Auch wenn es irgendwo einen größeren Brand gibt, dann machen wir eher die Fenster zu, als dass wir rausgehen. Wie evakuieren wir? Oder wie viel Selbsthilfe bei der Evakuierung ist auch da? Gibt es in Flusstälern Fluchtrouten? In dem Ort daraus, daraus, daraus fahren Sie weiter bis... Auch schon alleine das, es müssen nicht nur Busse sein. Ich muss nicht 30.000 Menschen mit Bussen aus einer Kleinstadt karren, sondern ungefähr 29.000 können selber zu Fuß gehen mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, solange sie genügend Vorlauf haben. Und die letzten 500 muss ich vielleicht auch mit einem Liegentransport im RTW rausbekommen. Muss man, glaube ich, hindenken. Ein Thema noch zu dem übergeordneten Katastrophenschutz. Ja, lokal haben wir die Expertise, die Räumlichkeit. Wo ist welcher Ort? Wie sehen die Berge aus? Die lokalen Kräfte wollen da nicht raus. Aber ich glaube, das Wichtige ist, sich klarzumachen, auch wieder ein ganz plattes Beispiel. Sie sind in Ihrem Haus, Sie haben Hochwasser, Sie stehen im Erdgeschoss, das Wasser geht zur Hüfte. Sie rufen den Notruf und sagen, oh Gott, die Welt geht unter, mein ganzes Haus läuft voll, helfen Sie mir. Objektiv völlig richtig. Zwei Orte weiter sitzt eine Person im zweiten Stock auf dem Dach. Das Wasser steht bis zum Dach, da ruft an, oh Gott, helfen Sie mir, mein ganzes Haus läuft voll, ich sitze hier auf dem Dach, die Welt geht unter. Objektiv völlig richtig. Jeder würde für sich die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Völlig verständlich, aus der eigenen Sicht völlig verständlich. Wer weiß denn, wo ist es denn jetzt noch schlimmer? Wo kann sich noch jemand selber helfen und wo hat jemand gar keine Chance mehr? Wo schicke ich zuerst die begrenzten Ressourcen hin? Das kann ich nur, wenn ich die Aufsicht sehr schnell kriege in solchen Lagen und eben nicht, wenn die Person, die unten schon abgesoffen ist, ruft, ich schaffe es selber wirklich nicht mehr, weil dann ist es zu spät, dann verliere ich die kostbare Zeit. Das so als ganz deutliche Thesen. Da gibt es noch ganz viele kleine Sachen, da kommen wir, glaube ich, im Zwiebel. Sie haben viel zu erzählen und haben viel erlebt dort auch und Konsequenzen ziehen müssen auch. Also ich habe jetzt unter anderem die Spontanhelfer, die Rechtsprechung, die Investitionen, die Bildungsgeschichten, die Informationen, die höher gelagert. Also Sie haben ganz viel schon angesprochen. Wenn wir auf die kommunale Ebene gehen und dann öffnen wir bald auch für Sie, für Ihre Fragen, was würden Sie jetzt speziell anderen Kommunen raten, die in einer vielleicht ähnlich gearteten oder nur vergleichbaren Situation sind? Ich würde gerne so ein paar Stichworte angehen. Ein Thema ist tatsächlich zu gucken, wie sieht's mit der Alarm- und Einsatzplanung aus? Vielleicht auch zu sagen, das ziehen wir auf die professionelle Ebene hoch, um die Kommunen in der Ehrenamtlichkeit an der Stelle auch zu unterstützen. Auch ein Thema eines Übens, übergreifend, über die verschiedenen Stufen, auch Kreise übergreifend, wirklich mal in die Fläche reinzugehen. Vielleicht auch sich zu überlegen, auch in die kleineren Gemeinden hinein zu überlegen, können wir eine Stabsstruktur aufbauen, dass wenn etwas passiert, dass die reagieren können. Wir hatten Ortsgemeinden da, da waren zufällig pensionierte Polizisten da, die in anderen Kriegsregionen der Welt solche Stäbe aufgebaut haben. Das heißt, im eigenen Ort haben die das dann auch schnell geschafft, woanders war das nicht so. Damit haben sich die Orte, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, ganz unterschiedlich am Anfang selber helfen können. Das sind solche Themen. Ich glaube, das Wichtige ist, in das Thema Warnung der Bevölkerung reinzugehen, auch für solche Extremlagen. Wir durften jetzt auch mit Hilfe der Landesregierung sehr schnell in dem zerstörten Bereich digitale Sirenen aufbauen, wollten das aber auch, war vorher schon beschlossen, im ganzen Kreis machen, weil Sirenen das Einzige sind, was alle in der Bevölkerung erreicht. Digitale Sirenen können auch Durchsage machen. Ich kann also auch Sprachtexte haben für Menschen, die nicht mit dem Signal zurechtkommen. Auch da müssen wir bilden. Aber auch das Thema, welche Fahrzeuge brauche ich im Katastrophenschutz? Was wird in Deutschland, ist es dann oft so, die Fördertöpfe sehen so aus, dass ich dann Feuerwehrfahrzeuge habe, die für Brände gedacht sind. Wartfähig sind die oft nicht. Aber wenn ich Hochwasser irgendwo habe, muss ich noch durch die Straßen durchkommen, um zum Einsatzort zu kommen. Es gibt also viele kleine Punkte. Ganz klar, für größere Lagen ist dieses Thema der interkommunalen Zusammenarbeit. Wir sind gut geübt aus der Vergangenheit für kleine Brände, für kleine Hochwasser, für größere Unfälle. Aber diese großen Flächenlagen, die immer öfter kommen werden, da sind wir schlicht nicht sehr geübt für. Gehört irgendwann auch dazu, natürlich die Infrastruktur, die technischen Einsatzleitungen räumlich gut auszustatten,
Das ist bei uns oft im Ehrenamt zu gucken, wo kann man das Ehrenamt auch strukturell durch bezahlte Kräfte unterstützen, die in der Administration mithelfen, Kreiswerkstätten für die Feuerwehren, dass die Wartung der Geräte möglichst professionalisiert wird und diese Zeit und die Kraft nicht vom Einsatz abgeht. Ein wichtiges Thema ist, glaube ich, auch das Thema, sich wirklich klar zu machen. Das haben wir jetzt nochmal auch vor dem Hintergrund Gasmangellage. Wo liegen in den Orten unsere Vulnerabilitäten? Wo haben wir vielleicht auch Altenheime, Pflegedienste? Wo haben wir Personen in häuslicher Intensivpflege? Dass diese Adressen da sind, dass auch dort nochmal klar gemacht wird, gerade in den Institutionen. Denken Sie dran, dass Sie Notstrom versorgt sind, dass Sie Sauerstoff da haben, dass Sie ABC da haben, dass Sie im Fall der Fälle nicht alles aufbauen müssen, sondern viel Wissen haben und auch sensibilisiert haben. Hm. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, gerade im Bereich Wetterextreme. Vor Ort, die Kräfte sind im Normalfall bei uns ehrenamtliche Feuerwehren. Manchmal sind es auch hauptamtliche Feuerwehren, aber die kommen aus dem Bereich Brandschutz. Das sind keine Hydrologen, keine Meteorologen. Also diese Interpretationshilfe, technische Daten zu Auswirkungen, das muss, glaube ich, in der Fläche in Deutschland besser werden. Auch die Qualität der technischen Daten, das geht aber dann wieder aus der eigenen Kommune raus. Aber auch da zu gucken, lokal, wie kann man übergangsweise Hilfe bekommen, dass diese Interpretation im Extremfall funktionieren kann. Das ist übrigens auch alles andere als einfach, weil die Meteorologen, die das, glaube ich, qualitativ vernünftig leisten können, die sind nicht wie Sand am Meer gesät und die muss man dann bekommen können physisch, weil das ist nachts um 3 am Wochenende in den Sommerferien. Fällt auch noch was zu ein. Also das ist tatsächlich, viele der Themen sind nicht trivial, aber die Impulse wirklich wenigstens deutlich, deutlich drüber nachzudenken. Dankeschön. Sie haben ja auch schon gestartet mit das undenkbare Denken und es gibt noch ganz viel anderes zu bedenken im Bereich dessen, was wir kennen.